Und dann habe ich irgendwann Edith weinend unter der Dusche stehen sehen. Entweder gehst du jetzt hin und tröstest sie und nimmst sie in den Arm und gehst diesen Weg mit ihr gemeinsam, oder du entscheidest dich jetzt, die Familie zu verlassen. Das ist das Fundbüro der Liebe. Das ist ein Waffeleis. Ich habe heute einen Trabi mitgebracht. Das ist ein C-Feuerwehrschlauch. Das ist mein Talisman. Und das hat mir eigentlich meine große Liebe gebracht. Hier sammeln wir eure Geschichten. Geschichten über Herzschmerz. Das war das Ende meiner großen Liebe. Herzklopfen. Ich habe meine Traumfrau gefunden. Und auch die ganz großen Love Stories. Denn ohne sie würde ich, glaube ich, hier heute gar nicht so sitzen können. Also kommt rein, nehmt Platz. Los geht's. Die Liebe hat mich hergeführt. Edith war die erste Frau, wo ich einfach nur dabei sein möchte, wenn sie ihren Lebensweg geht. Einfach nur zuschauen, wie sie es macht. Denn ja, ohne sie würde ich, glaube ich, nicht mehr so hier sitzen können. Das ist mein Talisman. Den habe ich zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Und der Talisman hat viel mit meiner Herkunft zu tun. In dem Sinne ist es natürlich auch irgendwie für mich so eine Erinnerung daran, dass ich ein Überlebender bin. Ja, ich war sehr lange Crystal Meth abhängig. Ich habe so mit 12 Jahren angefangen, Drogen zu konsumieren. Der Talisman erinnert mich aber daran, dass ich eben diese wirklich sehr schwierige Suchtzeit hinter mir habe. Ich komme eben aus Dresden und dort in der Region waren so bunte Vögel, wie ich es damals wahrscheinlich schon war, nicht so gern gesehen. Da hat man es eher schwierig und muss sich deswegen dann auch lernen anzupassen. Aus dem Talent habe ich dann meine Berufung gemacht, habe dann in Leipzig Schauspiel studiert und habe dann relativ schnell den Weg auch ins Fernsehen gefunden, habe bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt. Dafür werde ich auch immer dankbar sein, weil da habe ich dann eben diese Struktur bekommen, die sonst immer gefehlt hat. Du hast ja auch erzählt, dass du abhängig warst. Ja. Wie hast du es denn dann da rausgeschafft? Durch die Empathie anderer Menschen, würde ich mal sagen. Das war in der Schauspielschule und ja, Kommilitonen haben halt festgestellt, irgendwas stimmt nicht bei ihm. Und dann kam es eben zu einer Aussprache an der Schauspielschule und da musste ich mich quasi outen, sagen, dass ich krank bin und Hilfe brauche. Und dann mit 22 Jahren kalten Entzug, Langzeittherapie, also quasi ein Jahr geschlossen, weg von allen sozialen Kontakten, von Familie, kein Telefon, nichts. Dann habe ich mein Studium erstmal pausiert. Die haben gesagt, wenn du das wirklich erfolgreich abschließt mit dem Entzug und der Langzeittherapie, dann kannst du dein Studium dann fortführen. Habe ich auch gemacht und dann durfte ich das Studium dann beenden noch. 2014 war das, ja, da habe ich meinen ersten Kurzfilm gedreht und brauchte dafür Filmmusik. In der Therapiezeit habe ich einen DJ kennengelernt aus Leipzig und ich habe gesagt, willst du nicht die Filmmusik machen für den Film? Und irgendwann tauchte eine mysteriöse Stimme in deren Studio auf, die gesungen hat für eine meiner Szenen. Und dann schickten sie mir halt diese Filmszene mit dem Ton drunter. Und ich dachte nur so, wow. Und ich habe mich sofort in diese Stimme verliebt. Also ich habe kein Bild gehabt, sondern nur diese Stimme und habe gesagt, ja, kommt doch mal mit dieser mysteriösen Sängerin zu mir nach Berlin. Dann können wir mal über das Filmprojekt sprechen. Also ich habe mir eigentlich gar nichts vorgestellt damals, wie sie eben aussehen könnte oder so, weil ich wollte auch definitiv Single bleiben. Das war mir sehr wichtig. Als Single-Schauspieler hat man schneller Erfolg. Das Wichtigste war jetzt Karriere. Jetzt wirst du ein richtig guter Filmemacher, professionell, und irgendwann tauchten die dann halt bei mir auf. Es klopfte eben an der Tür und dann stand Edith dort vor mir, die damals 19 war und ich gerade quasi frisch clean, ja, mit Fencheltee und Zwieback und Edith eben mit Crystal Meth und GHB. Ja. Wir guckten uns irgendwie an und es war so, okay, ja, was mache ich jetzt? Ja, komm mal rein. Und hatte an meiner Wand ganz viele Notizen. Steht dieses junge Mädchen da vor dieser Wand und guckt und sagt irgendwann, ey, zu jedem Punkt, den da steht, habe ich auch einen Song geschrieben. Und dann, ja, haben wir irgendwie peu à peu mitbekommen, dass wir anscheinend viel miteinander teilen, eben, was in der Vergangenheit so passiert ist. Und in dem Moment haben sich
zwei wirklich starke Seelen angezogen. Wie war das denn dann für dich so zu wissen, du bist jetzt gerade selber clean, du willst das irgendwie hinter dir lassen und dann triffst du diese Frau, die Drogen nimmt und dann verliebst du dich in sie. Wie hast du dich da gefühlt? Es gab natürlich irgendwann den Moment, da war sie dann unvorsichtig und hat ein Tütchen auf der Toilette liegen lassen. Dann habe ich sie da konfrontiert und dann habe ich zu ihr aber gesagt, so du, ich glaube, der Weg mit uns, der funktioniert jetzt gerade nur, wenn wir versuchen, uns nüchtern kennenzulernen. Wie hat sie darauf reagiert? Sie ist erstmal zurück nach Leipzig, hat mich in Berlin allein gelassen. Sie war in Leipzig allein. Jeder hatte so ein bisschen Zeit, über sich nachzudenken. Und irgendwann hat sie mich halt gefragt, ob ich ihr helfen kann. Sie muss aus ihrer WG raus. Und dann bin ich nach Leipzig gefahren und wollte den Umzug mitmachen. Dann ist sie aber nicht aufgetaucht. Und dann habe ich eben auch erfahren, dass sie schon 4 oder 5 Tage wach ist. Hab dann den Umzug alleine gemacht, habe ihre Sachen aus einem wirklich messihaften WG-Leben da gepackt. Dann habe ich es hingekriegt, ihre Oma zu verständigen. Und dann haben ihre Oma und ich es geschafft, Edith in das Haus ihrer Großeltern zu bringen. In das Kinderzimmer, wo sie als Kind selber schon gelebt hat. Und dann haben wir sie dort ins Bett gelegt und im Grunde genommen hat sie da fast eine ganze Woche durchgeschlafen und ist dann langsam wieder zu sich gekommen. Dann habe ich eigentlich nicht lange gezögert und gesagt so, du kommst jetzt einfach mit nach Berlin und ziehst mit zu mir. Und dann hat Edith entschieden, okay, ja, ich möchte das. Hat alles aufgegeben, muss man sagen. Ihr soziales Umfeld, Familie, alles und ist mit mir alleine nach Berlin gegangen. Warum hast du sie da so unterstützt? Wusstest du dann damals schon so, das ist einfach meine Person? Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe Edith damals angefangen so zu unterstützen, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, da ist etwas, dafür wäre ich bereit zu sterben. Und das hat mir im Grunde genommen gezeigt, dann muss es ja richtig sein. Mhm. Wenn sich die Scheiße hier gerade irgendwie auch schon gut anfühlt, wie fühlt sich dann unser Leben an, wenn es dann wirklich mal schön ist? Wann und wie habt ihr euch denn dann so richtig angenähert, als ihr dann beide in Berlin wart? Edith war die Sängerin für meinen Kurzfilm und ich war einfach nur der scheinbar professionelle Filmemacher. Und in diesem Verhältnis sind wir halt quasi eine Weile geblieben so. Und da gab es auch keinen Kuss, es hat immer mal so geknistert und irgendwie lag es schon in der Luft. Ja, haben dann angefangen, uns eben auch auf andere Weise kennenzulernen. Ich wusste, okay, klar, Edith ist jetzt noch sehr wackelig auf den Beinen. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben, was wir dann aber trotzdem getan haben, weil wir hatten irgendwie Lust, auch mal tanzen zu gehen. Und ja, sind dann in einen Berliner Club gegangen. Und dann kam es auch irgendwann zu unserem ersten Kuss. Der erste Kuss war irgendwie, als wäre es mein erster im ganzen Leben. Also irgendwie hat es sich angefühlt, als würde ich das erste Mal eine Frau küssen. Ich glaube, das hat dann auch dann schnell dazu geführt, dass wir Sex hatten. Sie hatte dann irgendwann mal ihre Eltern besucht in Leipzig. Da ist sie mit dem Bus eben hingefahren und dann habe ich sie auch abgeholt. Und da ist was sehr Interessantes passiert, was ich so nicht kannte. Es fing dann an zu regnen, sie hockte unter einem Baum und ich vor ihr. Und dann plötzlich, warum auch immer, hat meine innere Stimme gesagt, du wirst ein Kind mit ihr haben. Ich so, hä? Oh, voll strange. Das kannst du ihr jetzt ja aber nicht sagen. Okay, dieser Frau. Und dann guckte ich sie so an und sie guckte mich so an und einfach so sehr süß und trotzdem. So, ja, dann habe ich mich aber trotzdem getraut und habe irgendwie, ja, dieses Thema Kind eben angesprochen und wollte es halt irgendwie auch anscheinend. Dann haben wir auch nicht viel Zeit vergehen lassen und dann war Edith dann relativ schnell schwanger. Ja, dann hatte ich plötzlich auf meiner Matratze eine schwangere Frau liegen. Da war mir klar, okay, vielleicht ist es Zeit, woanders hinzuziehen und die Schwangerschaft woanders zu verbringen. Und ja, dann bin ich mit Edith dann nach Charlottenburg gezogen, ja. Okay, ja, jetzt ist sie schwanger. Wir sind quasi immer noch Kinder, werden jetzt Eltern. Was machen wir jetzt? Weil wir ja beide auch aus dem Osten kommen und im Osten ist es halt ist ein Stück weit auch üblich, dass man eben heiratet, bevor das die Kinder zur Welt kommen. Naja, zu erfahren, Vater zu werden, war schon krass. Aber selbst bestimmt den Moment zu finden, meiner Frau einen Antrag zu machen, einen Hochzeitsantrag, das war wirklich crazy. Ich bin wirklich wochenlang irgendwie mit diesem Wunsch rumgerannt, du musst dir doch irgendwann mal jetzt, du willst sie heiraten, Junge. Also musst du sie ja auch fragen.
Ach du Scheiße, okay. Ich dachte, ich krieg's einfach nicht hin. Und dann dachte ich so, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und dann waren wir eben in dieser Charlottenburger Wohnung und Edith lag dann eben in unserem Himmelbett schlafend. Und dann habe ich aber so, Edith, habe ich sie geweckt? Komm mal mit. Dann habe ich sie an die Hand genommen. Und was genau ich gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe ihr dann diesen Hochzeitsantrag gemacht. Wir haben still und heimlich beim Standesamt angerufen, haben einen Termin gekriegt. 2 Wochen später ging es dann auch schon hin. Und ja, die Standesbeamtin hat uns dann begrüßt und hat als Edith als allererstes gefragt, wissen ihre Eltern, dass sie hier sind? weil Edith halt noch sehr, sehr jung aussah und es halt wirkte wie so 2 Streuner, die irgendwie so gerade was Verbotenes tun. Ja, wir durften dann trotzdem heiraten. Und bei eurem Familienglück steht eigentlich nichts mehr im Weg, oder? Ja, also Aaron kam dann auf die Welt. Wir hatten eine coole Wohnung. Ich hatte einen lukrativen Job. Dann hat uns ein sehr extremer Schicksalsschlag getroffen, der dann dazu geführt hat, dass sich unser gesamtes Leben wirklich verändert. Komplett. Es gab dann eben einen Anruf vom LKA. Edith wurde angerufen, sie soll aufs Polizeirevier kommen. Okay, was ist hier los? Keine Ahnung, ich fahre da jetzt mal hin. Edith hat entschieden, da hinzufahren. Ich habe mich im selben Moment auf den Weg gemacht, um Aaron aus der Kita zu holen. Dann kam es eben dazu, dass Edith auf der Wache sich Videodateien anschauen sollte, das dann auch getan hat und auf diesen Aufnahmen eben sehen musste, wie sie bewusstlos vergewaltigt wird. Krass. Ich hatte unseren Sohn gerade abgeholt, spürte schon innerlich, irgendwas scheint passiert zu sein und irgendwann kam Edith dann auch nach Hause und dann stand eben diese gebrochene Frau vor der Tür. Ich bin erstmal total wütend geworden. Ich wollte das einfach nicht wahrhaben, glaube ich. Ja? Heute weiß ich auch, natürlich hat es sofort in mir meine größte Verwundung, glaube ich, getriggert, weil ich eben selber missbraucht wurde als Kind und das bis dato auch überhaupt nicht aufgearbeitet habe, sondern alles nur verdrängt war. Und in dem Moment, wo diese gebrochene Frau eben, wo Edith da vor mir stand, war klar, jetzt kommen wir wirklich zu krassen Themen hier zu Hause und jetzt wird's heftig. Und dann habe ich irgendwann Edith weinend unter der Dusche stehen sehen und da wusste ich so, entweder gehst du jetzt hin und tröstest sie und nimmst sie in den Arm und gehst diesen Weg mit ihr gemeinsam oder du entscheidest dich jetzt die Familie zu verlassen. Ja. Genau, und dann bin ich in das Bad reingestürmt und mit Sachen unter die Dusche und habe sie einfach in den Arm genommen und gesagt, wir schaffen das schon, ja. Und habe dann mich aus der Öffentlichkeit auch zurückgezogen deswegen, weil eben auch relativ schnell ihre Anwältin gesagt hat, öffentlich bitte nicht drüber sprechen, weil das dann negativ ausgelegt werden kann vor Gericht. Da war klar, wenn ich jetzt weiter in der Öffentlichkeit stehe, müsste ich anfangen zu lügen. Ja, und genau, dann habe ich mich da rausgenommen. Ich habe quasi gerade den Pokal hochgehoben, Dancing Ice, Gewinner, und da einfach dann mitten in der Live-Sendung gesagt, und hier an der Stelle ist es vorbei. Uns als Paar hat es natürlich erstmal dazu gebracht, noch mehr zu erkennen, wie extrem nah unsere Erfahrungen beieinander sind und dass wir wirklich durcheinander die Chance haben, gespiegelt zu werden und dadurch auch zu heilen und zu wachsen. Ich habe dann relativ schnell gesagt, pass auf Edith, wir schreiben jetzt ein Buch zusammen, sind dafür auch ins Ausland gereist und da haben wir entschieden, diese beiden missbrauchten Körper und Seelen bekommen jetzt einen neuen Anstrich. Ja? Und haben da einfach entschieden, uns eben am ganzen Körper identisch zu tätowieren. Und haben 6 Wochen am Stück, jeden Tag sind wir unter die Nadel gegangen, immer abwechselnd. Einen Tag ich, einen Tag Edith. Und dieses Tätowieren und dabei zuschauen, wie der andere vielleicht gerade Schmerzen aushält oder, ne, also zum Beispiel Edith konnte auf dem Rücken viel mehr Schmerzen ertragen als ich. Das heißt, dieser Tätowierprozess hat letztendlich zu noch mehr Verständnis für den anderen gesorgt. Ihr seid aber heute noch zusammen. Ja, wir sind heute noch zusammen. Und das Schönste ist, wir haben sogar noch ein Kind bekommen. Seitdem hat sich jetzt schon einiges verändert. Wir sind aufs Land gezogen, wohnen dort in so einem alten Bauernhof. Ja, wir sind jetzt gerade so, dass wir unser Familienleben irgendwie gut gedeichselt kriegen mit 2 Kindern und einem Hund und noch vielen Träumen, die wir uns erfüllen wollen. Aber das Wichtigste ist,
jetzt gerade haben wir das Gefühl, dass diese extrem verliebte Zeit, was eben normalerweise in den ersten Monaten oder ersten paar Jahren so krass los ist und dann eher so nachlässt, da haben wir das Gefühl, dass das jetzt gerade erst bei uns beginnt. Kommen wir nochmal aber auf deinen Talisman. Ist der auch so ein bisschen das Sinnbild für das alles? Ja, also letztendlich ist der Talisman eben auch ein Sinnbild für diese Liebe, die Edith und ich gefunden haben, weil es ein Stück weit auch die Fusion von Edith und mir ist. Es ist ein Stück Edith, das heute auch mit hier ist. Und wenn ich dem Talisman einen Satz schenken müsste, dann wäre es der: Wer die Liebe erforscht, entdeckt Dinge, die noch nie da waren. Danke, Erik, für deinen Besuch im Fundbüro der Liebe. Kennt ihr das? Intensive Zeiten in eurer Liebesbeziehung, wo ihr am liebsten alles hinschmeißen wollt und dann doch weitermacht, weil es sich lohnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren. Und denkt dran, hier Glocke aktivieren, ne? Für die nächsten Geschichten, die rauskommen. Hier Like da lassen und den Kanal unbedingt abonnieren, damit ihr immer up to date seid.